Es war einmal ein kleines Kind. Dem gab seine Mutter jeden Tag ein Schüsselchen mit Milch und Wegbrocken. Und das Kind setzte sich damit hinaus in den Hof. Wenn es aber anfing zu essen, so kam die Hausunke aus einer Mauerritze hervorgekrochen, senkte ihr Köpfchen in die Milch und aß mit. Das Kind hatte seine Freude daran. Und wenn es mit seinem Schüsselchen da saß und die Unke kam nicht gleich herbei, so rief es zu ihr: Unke, Unke, komm geschwind, komm herbei, du kleines Ding. Sollst ein Brötchen haben, an der Milch dich laben. Unke, Unke, komm geschwind, komm herbei, du kleines Ding. Da kam die Unke gelaufen und ließ es sich gut schmecken. Sie zeigte sich aber auch dankbar, denn sie brachte dem Kind aus ihrem heimlichen Schatz allerlei schöne Dinge. Die Unke trank aber nur die Milch und ließ die Unke liegen.